Ich wüsste viel lieber, wie die Bayern gespielt haben. Gegen Getafe? Ja. Das hat wieder mal geklappt. Meinst du? Klar. Wir haben ja heute wieder um 18 Uhr aufgezeichnet und da können natürlich das Ergebnis wieder. Du glaubst, die Bayern haben gewonnen in Getafe? Getafe haben sie, glaube ich, gewonnen. Das war ja früher der Verein von Bernd Schuster. Das ist aber eine Aussage von Kevin Kurani, oder nicht? Und jetzt, wir haben mit unserer Mannschaft, glaube ich, nichts vorzuwerfen, haben ein gutes Spiel abgeliefert. Mirko Slomka, danke schön, letzter Spieltag. Naja, kann man sich jetzt komplett aufs Vergeigen der Meisterschaft konzentrieren bei Schalke. Jo. Gibt's was Neues von den Bayern? Ja, es gab ja einen Spieler, der wieder etwas negativ aufgefallen ist, Marc von Bommel. Ja. Warum? Weil die Schiedsrichter Zeitung lesen und sich beeinflussen lassen. Komplett. Er war wirklich total unschuldig an den 5 Fouls, die er in den ersten 20 Minuten fabriziert hat. Und man gut, dass der Kaiser persönlich, Franz Beckenbauer, sich ein bisschen um ihn kümmert und heute in den Schlaf bringt. Scheiße, das ist immer dieselbe Nummer. Nichts gemacht, nichts gemacht. Schwarz Mäuglein kommt die Serie, gelb rote. Und es ist alles Scheiße, ist das du. Verdammt, was ist das schon wieder hier? Was machst du in meinem Bett? Kaiser, was machst du in meinem Bett? Was ich in deinem Bett mache, ja, das kann ich dir verraten. Ich habe dir aufgelauert. Ja. Ich bin zweimal geweiht, ich bin Lichtgestalt. Ja. Ich habe auch unter der Decke habe ich es hell. Ja. Verdammt, die Scheiße. Aber du hast es gesehen. Gespielt die ganze Zeit. Absolut. Nichts ist gewesen. Ja, absoluter Blödsinn. Ich bin einmal hingekommen. Bam, ich muss kurz erwischt und sowas. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt hör mal auf. Setz dich hin. Das geht ja nicht. Du kannst doch nicht mit mir so umspringen. Ja? Ich bin ein ganz ruhiger Typ. Ja, und ich bin französischer Meister. Ich bin deutscher Meister, Weltmeister. Zweimal als Spieler und als Trainer. Nur, dass du es einmal weißt. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich dieses Mal beim Fackellauf einsehe, dann knallst du mal die Bett damit. Pass mal auf. Ich habe das Gefühl, dass deine Intelligenz genauso wie das olympische Feuer komplett erloschen ist. Ja, deswegen schickt man dich jetzt, Marc von Bommel, nach Nürnberg. Ja. Was soll ich denn in Nürnberg? Ich habe Vertrag in Bayern. Du willst schon filmen. Richtig, ja. Wir spielen am Samstag gegen Dortmund und du spielst in Nürnberg mit meinem guten Freund, mit dem Flocke. Ja, dem was soll ich mit einer scheiß Eisbeere anfangen? Warum? Fliffler Flocke, Schnichter Schnappi, Biberbombel. Ja. Scheiße, immer selber, immer ja. Selber. Ja, jetzt leg dich, ja, au, pass auf mit deinen Schuhen. Ja, jetzt leg dich einmal schlafen, ja. Und dann schauen wir mal, was da wird, ja. So, Dalai, und du musst auch mal aushalten, wenn man dich ich provoziert, kann ja? Das nicht aus. Wenn man dich provoziert, lass ja? Lass mich in Ruhe, du! Ja, ich provoziere dich einmal. Was soll das denn? Ja, hier, da! Was soll das denn? Ja, blöder Holländer, ja? Bei der Europameisterschaft Italien, Holland, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst die Grätze an den Hals wünschen soll, ja? Du wirst verkauft, ja?